Wolfgang Back hat für Generation Testbild bereits einiges über den WDR Computerclub erzählt. In dieser Folge widmet er sich der Hobbythek, die er schon einige Jahre zuvor mit auf die Bildschirme gebracht hatte. Die Hobbythek, das war eine Sendung, die eigentlich in Folge zu dem kam, was wir vorher gemacht haben. Ich habe zusammen mit Jean Pütz zusammen ja diese Sendungen über Televisionen gemacht, wo es über das Fernsehen geht, wie es funktioniert, mit Einführungen in die Digitaltechnik. Und das war auch eine Riesennummer, weil keiner wusste, was Digitaltechnik überhaupt ist. Und dann auch noch eine Einführung da rein. Auf jeden Fall, das war ein wichtiges Thema zur richtigen Zeit, damals, als die Digitalisierung so langsam begann. Und dann, dann denkt man ja irgendwann nach, was machen wir dann danach, wenn wir das alles so, diese Folgen da gemacht haben. Und da ich ja von der TH in Aachen, da habe ich studiert, Elektrotechnik studiert und sehr viel gelötet habe und sehr viel gebastelt habe und sehr viel gebaut habe und auch letztendlich dabei war, als eine neue Zeitschrift in Deutschland auf den Markt kam, die hieß Elektor. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, da ging es um Bastler, Elektronikbastler, die was selber bauen konnten und so weiter und so weiter. Und da hatte ich die Idee und habe gesagt, Mensch, lass uns doch so eine Lötsendung machen, sowas so zum selber zusammenbauen mit Chips da, den kleinen schwarzen Dingern und so weiter und so weiter. Da gibt es bestimmt mittlerweile schon Leute, die sich dafür interessieren. Und weil wir nichts Besseres wussten, haben wir in einer so einer Abteilungssitzung haben wir gesagt, ja, wir wollen sowas machen wie Basteln mit Elektronik. Und da hatten wir einen Kollegen. Und der eine Kollege hat uns dann zur Brust genommen, den Jean Pütz und mich zur Brust genommen und gesagt, warum seid ihr denn so eng überhaupt? Warum macht ihr denn nicht irgendwas Größeres überhaupt, so Hobby und Freizeit und so weiter und so fort? Warum wollt ihr euch auf die Elektronik beschränken? Und dann haben wir überlegt und haben gesagt, er hat ja recht. Und daraus kam dann das Wort Hobby war im Raum irgendwie. Und dann kam die Hobbythek, weil damals hieß nicht nur die Apothek, sondern es gab viele Theken, wo man auch Bier trank, da gab es auch eine Theke. Warum soll es keine Hobbytheke geben oder Hobbythek geben? Idee war so, dass sie gut ankam, weil es auch eine Zeit war, wo der Deutsche gar keine Freizeit hatte. Der deutsche Mann, der hatte zu arbeiten. Er hat vielleicht samstags nochmal das Auto gewaschen auf der Straße. Dann hat er vielleicht einmal in der Woche einen Kegelclub, wo er zum Kegeln hinging. Und ansonsten, da war nichts mit Spielerei oder mit irgendwas. Die Kinder, das war Weihnachten, da hat man mal Mühle gespielt oder hat man Mensch ärgere dich nicht gespielt. Ansonsten waren die Abende, war eigentlich keine Freizeit. Das Wort Freizeit kam erst so langsam in die Diskussion rein. Und genau dort passten wir jetzt mit unserer Hobbythek rein. Und das war dann schon ein Knaller, was da passierte. Ne? Wir haben also dann so Dinge gemacht, wie wir haben ein Segelboot selbst gebaut, ein kleines, und sind dann damit, weil das wollten wir bei schönem Wetter filmen, im Frühjahr nach Mallorca geflogen mit dem Segelboot und haben dann da erlebt, dass da der Winter war auf Mallorca und es hat geregnet und geschüttet, und dann mussten wir in einem kleinen Segelboot sitzen und mussten im Regen, mussten wir paddeln, kam aber alles gut an und haben so Themen durchgenommen, die nach und nach so, ja, wir haben dann auch, ich sehe ja gerade, sie haben mir hier so ein Buch mitgebracht, weil sie wussten, dass ich ja die Hobbythek da mit dem Jean-Pierre zusammen gemacht habe. Hier, das Buch, das hat mich in diesem Jahr wieder neu erreicht. Wo ist eine Kamera? Die da vielleicht? Oder die da? So, ja. Dabei sieht man hier, das ist Teig hier und das ist der Jean Pütz hier und das bin ich, wie wir da Vorbereitungen machen für das Foto hier, für Backen, Brot backen. Das war etwas, was wir, ja, wir hatten natürlich etwas davon, weil wir bei allen diesen Themen hatten wir genügend Zeit, um eine Woche uns zu informieren. Und hier waren wir zum Beispiel beim Brotbacken, waren wir bei der
Getreideforschungsanstalt. Eine Woche sind wir da von Professoren und Leuten behämmert worden. Brot, Sauerteig, warum Sauerteig? Was ja nicht jeder Bäcker unbedingt weiß, warum das ein Sauerteig ist. Wir haben das wissenschaftlich alles gekriegt und konnten es dann umbauen und konnten dann nachher eigentlich eine sehr interessante Sendung machen, die für viele Leute sehr viel mehr gebracht hat, die jetzt plötzlich vom Brot mehr wussten, weil wir das schön machen. Wir haben Wein gemacht, wir haben Wein selbst gemacht. Wir waren eine Woche in Alzey in der Bundesforschungsanstalt für Rebenzüchtung und haben da auch schöne Sachen erlebt. Das ist, der Wein hat uns da auch erholt, das muss ich schon sagen, und überholt. Wir haben dann eine Sendung gemacht und hatten da so eine Art Volksfest gemacht. Und da geht es ja auch um den Saumagen in der Pfalz. Und der Saumagen war in einem großen Kessel und der Kessel war so hoch. Und die Kameras, die konnten, auch wenn sie ausgefahren waren, nicht reingucken. Da haben wir gesagt, machen wir nachher mit einer kleinen anderen Kamera, mit tragbaren, gucken dann da rein und zeigen denen. Allerdings war das dann, als die Sendung vorbei war, war der Saumagen weg. Als wir den filmen wollten, war keiner mehr drin. Also das waren schon lustige Sachen. Und wie Leute aus unserem Ü-Wagen da ein bisschen komisch vor der Kamera rumschlurften, weil um 11 Uhr war angesagt, Dienstbeginn und bis 4 Uhr, als wir anfangen zu filmen, hatte uns das Institut ein paar Kisten Wein hingestellt. Aber es wurde eine sehr schöne Sendung, kam sehr gut an, kam sehr, sehr gut an. Vor allen Dingen, was durchaus ankam, wir hatten dann noch einen Kinderchor gehabt, die standen dann so im Turm an der Mauer entlang und der Kameramann war unten scharf und oben wurde er immer unschärfer. Und als er mit der Kamera wieder runterkam, war er unten wieder scharf. Also, das scheint auch ein bisschen Wein dazwischen zu sein. Passt aber alles wunderbar da rein. War eine sehr, sehr gute Sendung. Wir haben sehr schöne Sachen da auch zum Ausdruck gebracht. Wir haben zum Beispiel damals, 1976, haben wir behauptet, ich glaube, ich war das sogar, dass in Zukunft die meisten Weine alle mit einem Kronkorken sein werden oder mit einem Schraubverschluss sein werden. Weil wir gelernt haben, wenn man einen richtigen Korken hat, der richtige Korken, der ist nicht dicht für Sauerstoff. Und da muss man die Weine, muss man schwefeln, damit die nicht oxidieren, wenn ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Und dieser Schwefel, der macht da oben da ein bisschen was durcheinander. Das ist dann, wo ich da drunter leiden am nächsten Morgen und am Schwefel. Hat uns keiner geglaubt, jeder hat gesagt, das ist doch Blödsinn, was ihr da erzählt habt. Wenn ich heute in die Regale gucke, die meisten Flaschen sind so zum Öffnen und so weiter. Na, gut, okay, kommt, manches kommt später. Und was man uns dort damals erzählt hat, auch interessant. Man kann Geschmäcker, das chromatografisch, kann man bestimmen. Das schmeckt so und das schmeckt so und das schmeckt so und das schmeckt so. Und wenn ich das und das und das und das zusammenmische, dann schmeckt es so. Und man hat uns gesagt, es wird sicherlich so kommen, dass ich Flaschen aus dem Regal holen kann und ich kaufe mir die Nummer 5. Und die Nummer 5 ist etwas, was so und so gemischt ist, das so und so schmeckt. Bisschen herb, bisschen süß, ein bisschen so und so. Und wenn ich dann in Frankreich ins Regal gucke, nehmen wir eine 5er raus, bin ich ungefähr bei derselben Sorte. Und wenn ich einen 3er kaufe, der ist dann herb und ein bisschen so und so und so und so, da ist nie was draus geworden. Obwohl das hätte sein können. Also wir haben eigentlich daran geglaubt, dass das für den Kunden das so ist, dass er auch in England, wo ja ganz fürchterliche Weine zum Teil angeboten werden, wenn ich mir da einen 3er rausnehme, dass der auch so ungefähr so ist, wie ich mir das vorstelle. Jo, das war Hobbythek und in der Hobbythek ich weiß nicht, wie, sind 78 Bücher entstanden. 78 Bücher. Da sind Themen ja bis zum Parfüm irgendwo, was mich nachher nicht mehr so besonders interessiert hat. Elektroniksachen haben wir da gemacht und Basteldinger. Das war wirklich, das war eine tolle Sache auch für uns als Macher. Ja, und diese Hobbythek hat viel, viel bewirkt, ja, viel bewirkt. Das kam sehr, sehr gut an. Es waren sehr viele Zuschauer und viele, viele Zuschauer sind eben, haben bleibende Erinnerungen an die Sendung. Das habe ich gemerkt, als ich zum Beispiel jetzt in diesem Jahr mit dem Grauen Star zu tun hatte.
Das fängt ja bei allen so an, so ab 70, dann geht das ja los bei vielen Leuten. 1,8 Millionen Linsen werden im Jahr gewechselt in Deutschland. Und da bin ich also auch da hingegangen und lag da auf einer Bahre. Und da kam die Anästhesistin, die das so eine örtliche Betäubung macht, da durch eine Spritze, guckt mir in die Augen und sagt: Haben Sie mal Brot gebacken? Sag, ich bin kein Bäcker. Aber Sie haben mal Brot gebacken. Sie haben mal Brot gebacken. Und diese Sendung mit dem Brot hier, wo das Bild hier davon ist, diese Sendung war 1976. 76 bis 2000 sind 24 und 17 Jahre, das war im Jahr 2017, 41 Jahre ist, war das her. Und das ist, dann wusste sie noch, dass ich da Probleme hatte. Fast habe ich hier auch so ein Problem. Ich hatte da meine Hände da in der Schüssel drin und musste moderieren und habe immer so gemacht. Ich wollte die weg haben, die Schüssel, und die war fest da drin. Und sowas die war vielleicht 55 minus 41, die muss 14 Jahre alt gewesen sein. Das 14-jährige Fernsehzuschauer, bleibende Dinge. Und was noch passiert ist, und das Bild hier, das habe ich einen Monat später von ihr gekriegt. Da hat sie ein Brot gebacken nach dem alten Rezept von 1976 und hat mir das mitgebracht und hat sogar hier grünen Pfeffer, das war mein Liebling damals, den grünen Pfeffer hier in dem Brot verbacken gehabt. Und das fand ich schon eine tolle Nummer. Also mir sind fast die Tränen gekommen, als das passierte, dass das so viel Rücklauf hatte. 41 Jahre, ich weiß nicht, was ich mich in den 41 Jahren, an was ich mich noch erinnern könnte. Aber das war schon eine tolle Sache. Also es ist schon, das Fernsehen hatte schon so seine eigene Qualität, die kein anderes Medium schaffen konnte. Und heute ist das Fernsehen natürlich nicht mehr ganz so alleinstehend wie damals. Als wir da unterwegs waren mit dem Team, waren wir alleinstehend. Wenn wir da in der Kneipe saßen, haben wir meistens umsonst gesoffen, weil das Fernsehen war was Besonderes. Und man konnte da auch als Wirt erzählen, das Fernsehen war bei mir. Und das hatte irgendetwas an sich gehabt. Das ist heute nicht mehr so ganz so, das ist also schon abgenudelt. Aber es hat diese Sendungen, die sind heute noch bei vielen Leuten im Kopf. Und die erinnern sich daran. Hier liegt noch ein Buch drunter, da hat der Kollege mit, das ist Hobbitik, Buch 1. Hier sehen wir, dass wir da uns auch um Elektronik gekümmert haben. Das hier ist das Hobbyphone, steht doch dran, ne? Hobbyphone, ja. Das ist Elektronik, da ist ein Spiegel drin, ein Fokussierspiegel, und da konnte ich mit reinsprechen und konnte ein anderes Hobbyphone ansprechen, und der andere hat das gehört, was ich da gesagt habe, weil das über Elektronik da durch die Luft gegangen ist. Überlegt. Über Licht ging das Ganze, ja, und so weiter. Das waren also so Sachen, die waren völlig neu damals. Das Fernsehen war auch der Einzige, der sowas machen konnte, bis auf ein paar Fachzeitschriften natürlich, die sich auch um Elektronik gekümmert waren. Und die kamen auch so in den 70er Jahren so ungefähr. Die Hobbitek begann 1974, war die erste Sendung, 1974. 1973 kam eine Zeitschrift auf den Markt, die kam aus Holland. Und da hat mir eine Bekannte erzählt, du, die suchen deutsche Leute, die Deutsch sprechen oder gerne löten. Da habe ich gesagt, oh, ich löte doch gerne. Da habe ich mich da beworben, da zum Übersetzen, aus dem Holländischen ins Deutsche. Das würde ich also nicht für die Elektro, für die Belletristik würde ich das nicht empfehlen, weil ich konnte kein Holländisch, aber ein Kondensator ist ein Kondensator und ein Transistor ist ein Transistor. Und den Fluss da, weil ich ja weiß, vom Schaltbild her wusste ich, was ich da zu schreiben hatte, um das zu übersetzen. Deshalb habe ich nachher das ganze Heft übersetzt ins Deutsche und hatte auch ein gutes Auskommen. Ich habe über 10.000 Mark verdient damals im Monat für das ganze Heft zu übersetzen. Und dann hat nachher das Fernsehen gewunken, hier sowas hat dann gewunken. Weshalb ich das aufgegeben habe. Das hätte auch eine gute Sache werden können. Ja. Und so ist das Fernsehen, ist schon, für mich war es schon das Ausschlaggebende in meinem Leben. Ich hatte mal einen ganz tollen Versuch.
angesetzt. Morgens habe ich ihn angesetzt. Da ging es um Wein zum Selbermachen. Also nicht die Rebweine, die normalen Weine, sondern wo man so Wein draus machen kann. Und ich hatte da einen Bananenwein angesetzt. Und den hatte ich schon mal vorsichtshalber ins Waschbecken gestellt. Diesen Aufsatz da oben mit dem Dingsbums und so weiter. Und als ich abends nach Hause kam, hat mich der Bananenwein schon vorne am Flureingang, hat er mich schon begrüßt. Der kam schon unter der Tür durch. Der hat so gegärt und so gegärt, der hat das Waschbecken, hat er zugemacht. Und dann ist das Waschbecken voll geworden und dann ist das Waschbecken übergelaufen und dann ist er durch den Flur durchgelaufen und kam bei der Eingangstür vorne, kam er schon an und hat eine fürchterliche Schweinerei hinterlassen. Also das ist mir hängen geblieben, muss ich schon sagen. Das war schon eine dicke Nummer. Also wir haben ja alles so selbst probiert. Oftmals konnten wir das natürlich auch probieren, indem wir in irgendwelchen professionellen Anstalten da waren. Wir haben also oft versucht, viel zu lernen. Wir haben versucht zu lernen, warum man Brot, warum wird denn Brot mit Sauerteig, warum brauche ich da Sauerteig dazu? Ne? Wird das klebebildende Eiweiß, wie beim Weizenmehl, der hat klebebildendes Eiweiß, der braucht kein Sauerteig rein, weil das verklebt und bleibt in dieser, wenn es gebacken wird, bleibt es in dieser Blase quasi drin. Denn das Roggenbrot würde machen, da fällt dann innen alles zusammen, ist innen ein Flatsch drin, weil da Sauerteig dazu muss, der das aufbereitet, so dass das haben wir alles gelernt und das war toll. Das war eben das Tolle dabei, wenn man ein bisschen lernfreudiges und gern was lernt. Es gibt auch Leute, die wollen nichts lernen, die brauchen nichts lernen. Aber das mir waren immer, die haben die Augen aufgehalten und das war so viel da und ja, es gäbe auch heute noch Sachen, wo man eine Hobbythek machen könnte. Ja, akustische Schalter, sowas, ja. Sowas haben wir auch gemacht. Ne? Also, Licht geht an. Sowas haben wir selbst gebaut. Ne? Kunstkopftechnik haben wir gemacht. Ja, das habe ich schon längst vergessen. Der ist ja auch vergessen, der Kunstkopf. Im Grunde genommen ist ja nicht mehr so. Der ist doch für Spezialsachen, ja, klar. Aber sowas haben wir dann auch gemacht und haben dann, also Stereo kam ja auch erst. War ja auch noch nicht, noch 59, glaube ich, gab es Stereo. Alles das waren Techniken da und da haben wir, also mit dem Schalter, der kam auch ganz gut an. Ja. Ich müsste da jetzt lange überlegen, aber das ist ja auch schon lange her. Schon lange her. Und diese Elektronik habe ich auch schon abgelegt, obwohl ich gerne nochmal einen Lötkolben aushole. Wir hatten da mal einen Dänen gehabt, der kam uns mit den nordischen Schnäpsen in die Sendung. Er hat uns beigebracht, dass man die nicht kalt trinkt, sondern die trinken eigentlich der Nordmann, der trinkt diese ganzen Schnäpse, die wir da eisgekühlt trinken, die trinkt die alle Zimmertemperatur. Ja, da haben wir dann bis morgens um 7 Uhr haben wir dann im Studio gesessen. Waren am nächsten Morgen waren wir entsprechend gerüstet. Ja, einer hat eine Bierflasche auf die Kamera gestellt und die ist umgekippt. Was haben die Kameras damals gekostet? Das war ja wahrscheinlich nicht wie heute. Ja, ein paar hunderttausend. Ja, ein paar hunderttausend. Hat sich schon Und gefreut. ja, und die Kameraleute, und das war die sind nach Hamburg gefahren und haben die Röhren abgenommen und unterschrieben hier, 40 Stück so ungefähr. Ja, abgenommen und so weiter. Und das war 5.000 Mark, sowas, schätze ich, oder 10.000 Mark, so eine Röhre. Die Hauptsache von der Kamera. Das war, ja. Und die sind nach Hamburg gefahren und haben das abgenommen. Haben gemessen, ob die Röhre gut ist und so weiter und so fort. Wir haben immer was gemacht mit Leichtbeton, so Fensterbänke, so Blumenkästen mit Leichtbeton. Und da kam der Kollege Pütz auf die Idee, in diesen Leichtbeton ein Ei reinzuschlagen, mit Eischnee. Das habe ich nicht so ganz für voll genommen, aber das wurde gesendet. Ja. Das hat doch keinem,
nichts Schlechtes gemacht, sagen wir mal so. Aber das war mir schon ein bisschen komische Eischläge zu schlagen. Auch mit den Leuten vom Beton habe ich geredet, die haben gesagt, tolle Idee, tolle Idee. Also so mit Augenzwinkern. Aber gut, okay, hat ja keinem wehgetan. Und lustig war es. Hobby-Tipp habe ich schon die ersten alle gemacht. Ja, die ersten waren alle von mir. Hobby-Tipp. Und das war so eine Herde, die Hunderttausende. Ja. Mit dem Ballon, da hat man diese ganzen Hobby-Tipp-Karten, die da kamen, als Lösung für irgendwas, in ein Betttuch reingetan, haben das am Ballon dran gehängt. Und dann hatten wir da drei Mädels gehabt mit 1, 2 und 3 da drauf und so weiter. Und die sollten die aus der Luft, die sollten oben so mit dem Messer, Betttuch dann ein Loch rein, alles fällt runter, fliegt da ein paar hundert Meter von oben da nach unten. Und die stehen da unten und packen in der Luft und haben 1, 2 und 3. Und dann, ja, dann mussten wir doch nach Marl fahren, weil da ist eine Fabrik, wo das Gas herkommt da, für den Ballon. Der hat einen Gasballon gefahren, kein mit Feuer, sondern Festgas aus der Fabrik. Ja, mussten wir da hinfahren, Kameramann. Und dann haben wir den da hingebracht, wo er sagte, wohin. Und dann losgelassen und dann ist er ganz woanders hingeflogen. Da ist der Kameramann, das will ich nie vergessen, der ist bei der Kamera ab, da hinterher gelaufen, hinterher. Und dann die Mädels kamen, aber die Karten sind vor den Mädels auf den Boden geflogen. Also eine bessere hätte er nicht kriegen können, hat er immer gesagt. Naja, gut, das war lustig, das war echt lustig. Ich weiß auch, was wir für einen Aufwand getrieben haben, da extra normal zu fahren und so weiter und so fort. Aber das waren ein paar hunderttausend Karten. Das sollte so richtig so regnen da, so, ne, so. Aber sie haben blutsch, blump, kam die runter. Naja. Wir hatten doch immer das sogenannte Fernsehen, das war der Pütz. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Wir hatten doch jedes Mal das Fernsehratespiel gehabt. Mhm. Wo am Schluss wurde, ich hatte schon was damit zu tun. Ich hatte nämlich nachher die Scheiße da zum Teil wegzubauen. Ist damit so gefahren, da war da irgendwas, wie war das nochmal? Und da kam eine Figur raus und die musste man raten und das konnte man einschicken, da konnte man teilnehmen. Ich musste auf jeden Fall, musste ich ein paar Mal wegfahren, weil manche Leute, die hatten einen Fernseher mit einer Plastikfolie und die haben mit Filzstift auf die Plastikfolie gemalt und da war das drauf. Und dann haben die gesagt, der Fernseher ist kaputt. Ja, da war ich auf jeden Fall bei zwei oder drei Leuten war ich und ich habe den Mann habe ich nicht davon abgebracht zu sagen, ich schneide jetzt einfach die Folie ab. Da habe ich nicht nein gesagt. Ich weiß noch nicht, ob es bei dem geknallt hat. Aber das, so Dinge sind noch passiert. Ja, das war das Fernsehspiel. Ja doch, also das ist schon einiges schief gegangen. Das war eine Hobbythek über Räuchern von Viechern und so Sachen und so weiter. Und ja. Und da war im Studio, das war eben im Studio die Hobbythek, das war ja fast eine Woche, am Anfang zumindest, eine Woche hat das gedauert. Und da waren die Viecher waren in der Tiefkühltruhe. Und dann gab es einmal so eine Dingsbums mit, und da war Ostern dazwischen oder sowas. Und dann ging es mittwochs wieder weiter, eine Woche vorher. Und ist dann der Techniker, der Chef von der Technik, ist aus dem Studio gegangen, hat alles ausgeschaltet. Und dann kam die am Mittwoch danach oder irgendwann ins Studio und sind fast umgefallen. Und es hat, einer hat, musste das... Der musste den Weltspiegel, der kommt sonntags, glaube ich, ne? Kommt der Weltspiegel. Der musste aus dem Studio den Weltspiegel machen und der wusste nichts davon. Der ging da rein, wollte den Weltspiegel machen und hat den Weltspiegel geschafft. Der hat den geschafft, da kamen immer Filme dazwischen, da sauste der raus und dann musste er wieder 1 Minute oder 2 Minuten moderieren, dann ist er wieder drin.
Und so weiter und so. Ja. Das war die Hobbitek. Der hat gestunken. Und da wurde dann eine Firma bestellt, weil das keiner machen wollte, und hat das Stumpf ja wieder Vordermann gebracht. Ja. Ganze Fische waren hin. Ganze Fische waren hin.